Leute, ihr seid's ja wieder. Wart's mal, so schaut's nicht gut aus. Wir machen das folgendermaßen. Guten Tag, liebe Menschen. Mein Name ist Nemo. Ich bin ein Advokat für Floss, GNU Linux und Privatsphäre. Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, möchte die EU Ende-zu-Ende-Verschlüsselung umgehen. Sprich, Anbieter wie WhatsApp oder Signal dazu zwingen, einen Masterschlüssel zu hinterlegen, damit im Fall der Fälle auf die Kommunikation zugegriffen werden kann. Der Grund, warum die EU das machen will, ist, wie immer, Terrorismusbekämpfung. Näheres dazu könnt ihr unter Hashtag Privacy is not a crime nachlesen. Quelle, sie unten. Hiermit wird in der Tradition des Patriot Acts gefolgt, welcher 2001 im Rahmen des Kriegs gegen das Terror eingeführt wurde. Selbst bei einer solch allumfassenden oder vollumfänglichen Auswertung von vielen Daten waren die Ergebnisse eher so mager. Häufig hört man auch, dass wer nichts zu verbergen hat, quasi sich keine Sorgen machen muss. Ist das so? Hierauf würde ich gerne mit folgendem Zitat von Edward Snowden antworten. Zu argumentieren, dass sie keine Privatsphäre brauchen, weil sie nichts zu verbergen haben, ist so, als würden sie sagen, dass sie keine Meinungsfreiheit brauchen, weil sie nichts zu sagen haben. Quelle Edward Snowden, siehe unten. Jetzt kommen wir zu dem Thema, warum Privatsphäre wichtig ist. Wissen ist Macht. Wissen über dich bedeutet Macht über dich. Deine Informationen werden genutzt, um dein Handeln zu berechnen und um dein Einkaufs- oder Wahlverhalten und deine Meinungen zu beeinflussen. Quelle hier unten. Privatsphäre ist deshalb auch wichtig, da es ein immanenter Bestandteil der Entwicklung eines Menschen darstellt. Sprich, ohne Privatsphäre können wir nicht unser volles Potenzial entwickeln. Wir können nicht wir selbst sein. Jeder kommuniziert mit seinen Mitmenschen auf unterschiedliche Art und Weise. Obwohl wir unsere Geschwister und Eltern gleichermaßen lieben, teilen wir mit ihnen unterschiedliche Informationen. Dies nur als kleines Beispiel dazu. Falls ihr auch gegen diesen Trend seid, unterstützt Hashtag Privacy is not a crime, Hashtag Digital Courage, unterschreibt die Petition, siehe Quellen, werdet aktiv und verbreitet diese Nachricht auf euren Social Media Kanälen, zum Beispiel mit den vorher genannten Hashtags. Ihr könnt auch eine E-Mail an die zuständigen Leute schreiben. Die E-Mail-Adressen inklusive einer E-Mail-Vorlage könnt ihr auf privacyisnotacrime.eu/de finden. Mit diesen fadenscheinigen Gründen der Terrorbekämpfung öffnen wir nicht nur Tür und Tor für Cyberkriminelle, ausländischen Geheimdiensten und auch Konzernen, sondern weichen auch die demokratische Meinungsfreiheit auf, die wir in unserer westlichen Wertewelt innehalten.